Willkommen zur nächsten Mauticon-Session. Ich darf begrüßen Madeleine Friedrich mit dem super spannenden Thema, was du schon immer über Kampagnen und Segmente wissen wolltest. Man könnte es auch umbenennen in "Ich weiß, was du über Kampagnen und Segmenten wissen möchtest", wenn man zur Anspielung von alten Horrorfilmen kennt. Aber ich übergebe jetzt einfach das Wort an Madeleine, sie wird sich selber vorstellen. Danke, Nico. Danke, danke. Ich teile noch schnell meinen Bildschirm und dann kann es losgehen. Okay. Genau, wir, glaube ich, die hier gerade zuhören oder sich dieses Video in der Zukunft mal anschauen werden, sind alle relativ fit in der Arbeit mit Mautic-Kampagnen und Segmenten und wissen, das bietet uns unglaublich viele Möglichkeiten. Aber wir laufen irgendwie auch doch immer mal wieder in kleine Fallen oder wundern uns, wieso ist das jetzt so und nicht so oder warum funktioniert das nicht? Also zum Beispiel haben wir einen Kontakt und der kommt einfach nicht mehr in das Segment rein, obwohl er doch die Filter erfüllt. Oder wir haben eine Kampagne, die Nurture-E-Mails verschickt und jetzt hatte ich eine super tolle Idee für die nächste Nurture-E-Mail und habe die noch in die Kampagne hinzugefügt, aber manche Kontakte kriegen die einfach nicht. Es kann manchmal echt zum Verzweifeln sein und ja, eben um genau diese kleinen Fallstricke soll es heute gehen und wir reden deswegen genau darüber, was du schon immer über Kampagnen und Segmente wissen wolltest. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Madeleine. Ich arbeite jetzt seit letztem Jahr bei Leuchtfeuer Digital Marketing in Hannover. Ich habe hier angefangen mit meiner Masterarbeit tatsächlich und habe die über das Thema Omnichannel Marketing geschrieben. Und wir haben da uns als Demo-Umgebung quasi ein Hotel ausgesucht und haben geschaut, was können wir denn da mal an verrückten Kanälen alles anschließen an Mautic. Von Alexa bis digitale Gästemappe war da alles dabei. Das war wirklich verrückt und wenn dich das mehr interessiert, gibt es gleich um 17:30 deutscher Zeit noch einen Lightning Talk, wo wir das Video, was wir dazu produziert haben, einmal vorführen werden. Also schalt da gerne ein. Nach meiner Masterarbeit habe ich dann gedacht, hey, Mautic ist echt ein spannendes Thema und auch hier bei Leuchtfeuer hat es mir super gefallen, deswegen bin ich hier geblieben und arbeite hier jetzt als Mautic-Integratorin. Das bedeutet, ich versuche unsere Kunden im Einsatz von Mautic happy zu machen, helfe ihnen bei Schwierigkeiten oder auch überhaupt erstmal in der Einführung und gebe Schulungen. Außerdem mache ich hier und da ein bisschen Contribution im Team Community. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von Events wie vergangenen Konferenzen oder Sprints. Auch beim Mautic Monday der deutschen Mautic User Group bin ich öfter dabei. Entschuldigung. Und letztes Jahr war ich auch Speaker bei der Mautic Conference Europe in Belgien und habe da zusammen mit Eki Gümbel über die Verknüpfung von Online und Offline mit Mautic gesprochen. Und ja, ich habe in der Zeit super viel über Mautic gelernt, aber nicht nur mir geht's so. Ich weiß, jedem Mautic-User geht's ab und zu so und antrifft diesen Freund. Wir kennen ihn. Manchmal weiß man nicht genau, warum er kommt, manchmal weiß man es doch. Aber oft genug führt es dann auch wiederum dazu. Und damit es euch nicht mehr so oft so geht, schauen wir uns jetzt mal ein paar Besonderheiten an, wenn es um Kampagnen und Segmente geht. Wir starten mit den Kampagnen und schauen uns da überhaupt jetzt erstmal kurz an, welche Wege gibt es denn, die einen Kontakt in eine Kampagne führen können. Viele Wege führen in die Kampagne. Wir fangen mal an mit den offensichtlichen und zwar über Segmente. Über Segmente reden wir aber auch im Anschluss ja nochmal etwas intensiver. Deswegen so viel gerade nur dazu. Ein Segment kann halt Startpunkt einer Kampagne sein, wenn wir die Kampagne erstellen, wenn wir direkt nach dem Ausgangspunkt gefragt und kriegen hier als Auswahlmöglichkeiten entweder ein Segment oder ein Kampagnenformular, womit wir schon beim zweiten Weg in die Kampagne wären.
Wenn ein Kontakt ein Kampagnenformular ausfüllt und abschickt, gelangt er sofort in diese Kampagne. Das ist auch eigentlich so der grundlegende Unterschied zwischen Segmenten und Kampagnen als Ausgangspunkt einer Kampagne. Beim Segment brauchen wir noch einmal den Cronjob, der durchläuft und den Kontakt dann quasi in diese Kampagne schubst. Beim Kampagnenformular ist der Kontakt eben sofort in der Kampagne. Gibt auf jeden Fall Fälle, wo diese Zeitspanne entscheidend ist und ist auf jeden Fall echt eine gute Möglichkeit. Genau. Auch ist es möglich, verschiedene Möglichkeiten zu kombinieren. Mehrere Segmente zu nehmen zum Beispiel. Ein weiterer Weg in die Kampagne ist eine Kampagnenaktion aus einer anderen Kampagne. Das heißt, wir haben eine Kampagne A und eine Kampagne B. Der Kontakt ist jetzt in der Kampagne A und durchläuft die und kommt irgendwann an einen Punkt, an der die Kampagnenaktion Change Campaigns abläuft. Und in dieser Kampagnenaktion sagen wir, okay, schubst den Kontakt jetzt bitte auch noch in Kampagne B. Das heißt, das ist eine weitere Möglichkeit, wie der Kontakt in eine Kampagne gelangen kann. Und die vierte Möglichkeit ist über das Scoring. Wenn wir also mit Punktzahlen arbeiten, unsere Kontakte über bestimmte Handlungen Punkte erreichen können und wir dann eben beim Erreichen einer gewissen Punktzahl festgelegt haben, jetzt soll der Kontakt bitte in diese Kampagne kommen. Das sind also so die Startmöglichkeiten, wie ein Kontakt in die Kampagne gelangen kann. Aber wie ja fast alles im Leben, alles hat ein Ende. Wir haben jetzt gesehen, wie kommt der Kontakt in die Kampagne. Schauen wir uns mal an, wie kann er die Kampagne wieder verlassen. Auch hier wieder eine Möglichkeit ist über die Kampagnenaktion. Das kann in unserer aktuellen Kampagne passieren oder in einer anderen Kampagne. Also wie ich eben das auch schon gesagt habe, mit zwei verschiedenen Kampagnen. Der Kontakt ist in Kampagne A und jetzt sagen wir in Kampagne B, remove contact from Campaign A. Also können wir ihn auch mithilfe anderer Kampagnen von unserer aktuellen Kampagne entfernen oder eben einfach nach Durchlaufen der aktuellen Kampagne können wir auch eine Kampagnenaktion einpflegen, die sagt Remove from this campaign. Eine weitere Möglichkeit, wie ein Kontakt die Kampagne verlassen kann, ist, wenn er das Startsegment verlässt. Also wenn wir eine Kampagne haben, die aus einem Segment startet und sagen wir mal, dieses Segment beruht auf Filtern und zwar schaut es auf einen bestimmten Tag und dieser Kontakt hat das Tag. Jetzt aus welchem Grund auch immer verliert er diesen Tag. Das heißt, er verliert die Zugehörigkeit zum Segment, also er fällt aus dem Segment raus. Bedeutet, er fällt auch sofort aus der Kampagne raus. Oder wie wir es auch eben schon bei den Möglichkeiten zum Hineinkommen in die Kampagne hatten, können wir genauso gut im Scoring auch wieder festlegen, bei welcher Punktzahl ein Kontakt eine gewisse Kampagne verlassen soll. Soweit, so gut. Kommen wir mal zu der Frage, was passiert denn aber, wenn der Kontakt jetzt wieder in die Kampagne zurückkommt? Also unter der Voraussetzung natürlich, dass überhaupt der Restart erlaubt ist. Das können wir in den Kampagneneinstellungen, haben wir da immer einen Schalter, können wir erlauben oder nicht erlauben. Wenn das erlaubt ist, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wo kommt der Kontakt denn dann wieder in die Kampagne rein? Wir schauen uns dazu mal hier eine kurze Beispielkampagne an. Es startet aus einem Segment, verschickt nacheinander 3 E-Mails. Und jetzt sagen wir mal als Beispiel, der Kontakt verlässt die Kampagne nach der 2. E-Mail. Das sehen wir hier ganz schön von unten nach oben. E-Mail 1 wurde gesendet, E-Mail 2 wurde gesendet. Danach verlässt der Kontakt sowohl das Segment als auch die Kampagne, kommt dann wieder hinein und jetzt wird
die E-Mail versandbereit gemacht und Trommelwirbel, welche E-Mail ist es? Man würde vielleicht denken, es ist E-Mail 3, weil er dort ja jetzt quasi wieder einsteigen könnte und E-Mail 1 und 2 schon bekommen hat. Es ist aber tatsächlich E-Mail 1. Das finde ich super wichtig, einfach immer im Kopf zu haben, wenn ein Kontakt eine Kampagne verlässt und wieder reinkommt, wird er immer die Kampagne von Anfang an wieder durchlaufen. Alle Schritte, die er schon mal durchlaufen hat in der Vergangenheit, wird er wieder durchlaufen. Also, um hier nochmal auf die Frage zurückzukommen, was passiert beim Comeback? Der Kontakt beginnt die Kampagne ganz am Anfang. Wir sollten uns aber auch nochmal mit der Frage, ob wirklich alles ein Ende hat, auseinandersetzen. Gucken wir nochmal hier kurz auf diese Kampagne, von der ich eben geredet habe. Hier würde der Kontakt jetzt E-Mail 1, 2 und 3 bekommen und bleibt dann am Ende stehen. Es erfolgt jetzt keine Kampagnenaktion zum Beispiel, die ihn aus der Kampagne rausnimmt. Und wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass an keiner anderen Stelle in unserer Mautic-Instanz eine Aktion passiert, über die der Kontakt die Kampagne verlassen würde, dann haben wir ein totes Ende. Wir laufen hier dann einfach in so einen leeren Raum. Der Kontakt bleibt am Ende dieser Kampagne stehen. Sehr, sehr wichtig zu wissen ist auch, dass wenn wir jetzt noch neue Aktionen zu der Kampagne hinzufügen würden, würden sie unseren Kontakt nicht mehr betreffen. Also ich kann Kampagnen natürlich bearbeiten und für neue Kontakte treffen diese Änderungen dann auch zu. Aber für Kontakte, die sich zum Zeitpunkt der Änderung schon in der Kampagne befunden haben, wird keine Änderung mehr greifen. Das heißt, es bringt uns eigentlich wirklich nichts, dass die da am Ende stocken bleiben, außer dass uns die Datenbank irgendwann riesig wird, weil da natürlich sich ein Haufen von Kontakten am Ende ansammelt. Also es bringt uns halt wirklich nichts. Und dann, wenn das jetzt passiert ist, laufen wir wieder in diese Situation. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung. Falls der Fehler schon passiert ist, könntest du zum Beispiel ein Segment erstellen und der Filter schaut dann auf die letzte E-Mail, die du in dieser Kampagne verschickt hast. Und dann kommen alle Kontakte, auf die das zutrifft. Das heißt, alle Kontakte, die sich da gerade am Ende irgendwie tummeln, auf die trifft das zu und die kommen alle in ein Segment. Und dann könntest du zum Beispiel aus diesem Segment eine neue Kampagne starten. Ich möchte da gerade gar nicht weiter ins Detail gehen, weil da gibt es ein sehr, sehr, sehr gutes Video schon auf YouTube zu von Joey Keller. Ich glaube, jeder aus der Mautic-Community kennt ihn. Schaut mal rein in der Marketing-Automation-Show mit einem Special Guest. Ich würde einfach nur jetzt seine Idee wiederholen und das lohnt sich nicht und gehört sich nicht. Deswegen meine Empfehlung an der Stelle, wenn ihr das Problem habt, schaut da unbedingt mal bei Joey rein. Für die Zukunft ein guter Rat, lasst keine toten Enden entstehen. Baut zum Beispiel am Ende, bevor ihr ein Remove from Campaign einbaut, zum Beispiel ein Tag ein und gebt allen Kontakten, die diese Kampagne durchlaufen haben, ein Tag. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, so jetzt möchte ich genau an diese Gruppe von Kontakten, die diese E-Mail damals bekommen haben, genau an die möchte ich jetzt noch eine weitere E-Mail-Strecke versenden, könnt ihr eben aus diesem Segment dann weiterarbeiten. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Sicher gibt es ja auch noch andere Wege, das zu erreichen. Aber finde ich, es sollte man einfach immer im Kopf haben, wenn man Kampagnen baut, immer auf irgendeine Art und Weise da dieses tote Ende zu vermeiden. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Situation, in der die Frage, ob wirklich alles ein Ende hat, sehr berechtigt ist. Und zwar
haben wir einen Kontakt, der durchläuft eine Kampagne, in der der Restart erlaubt ist. Er verlässt dann die Kampagne über eine Campaign Action, zum Beispiel Remove from Campaign. Er erfüllt aber immer noch die Bedingungen, über die er in diese Kampagne gekommen ist. Also zum Beispiel, er ist immer noch in dem Startsegment und Restart ist erlaubt. Was passiert, ist eine Endlosschleife. Kontakt kommt in die Kampagne, durchläuft sie, fliegt raus, kommt wieder rein und das sofort immer wieder, führt zu einer gut gefüllten Datenbank, bringt uns relativ wenig. Deswegen sollte man sich natürlich immer den Restart gut überlegen und falls man ihn erlauben will, sollte man irgendeinen Mechanismus einbauen, der es dann eben verhindert, dass das unmittelbar in so einem Endlos-Loop endet. So viel erstmal zum Thema Kampagnen. Wir switchen einmal rüber zum Thema Segmente. Ist jetzt natürlich schon oft angeklungen, ist ja auch einfach ein sehr zentrales Thema in Mautic. Mautic bringt uns super viele Möglichkeiten, wie wir mit Filtern super akkurate Gruppen erzeugen können. Filter werden in Mautic, also funktionieren quasi dynamisch. Das heißt, es wird zu jedem Zeitpunkt geguckt, erfüllt ein Kontakt den Filter. Ist das der Fall? Kommt er ins Segment? Erfüllt der Kontakt diesen Filter nicht mehr, fliegt er aus dem Segment raus. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, der Filter wird verändert, dann guckt Mautic wieder drauf, okay, erfüllt der Kontakt den Filter oder nicht und dementsprechend bleibt der Kontakt im Segment oder fällt heraus und neue Kontakte werden entsprechend einsortiert. Ist also sehr, sehr mächtig, diese Arbeit mit Filtern und wir können da super viele Filter aneinander rein verknüpfen, verschiedene Bedingungen einpflegen und haben da einfach, ich würde sagen, unendlich viele Möglichkeiten. Aber wir sollten auch auf ein paar Sachen achten. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Segment, das wir mit verschiedenen Filtern erzeugt haben. Das heißt, da sind Kontakte drin, die diesen Filter erfüllen. Und dieser Kontakt wird nun zum Beispiel über eine Kampagnenaktion oder über eine Formularaktion aus diesem Segment herausgenommen. Dann laufen wir in ein Problem oder erstmal in eine Situation, ein Problem ist in dem Moment noch nicht. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass dieser Kontakt nie wieder über Filter in dieses Segment kommen wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt meine Filter verändere oder ganz rausnehme, dieser Kontakt wird nie wieder auf Filter in diesem Segment reagieren. Ich finde, man läuft da relativ schnell rein, wenn man das halt mixt. Also wenn man paar Segmente hat, in denen man mit Filtern arbeitet und vielleicht andere Segmente, in die Kontakte kommen, halt über Kampagnenaktionen und man fängt dann an, hin und her zu schieben, dann wird man einfach super schnell ungenau auch in der Segmentierung und deswegen ist da wirklich viel Achtung geboten. Genau andersrum kann es natürlich auch der Fall sein, dass wir ein Segment haben, in das der Kontakt über eine Aktion hineingekommen ist, also zum Beispiel händisch, per Kampagne, per Scoring-Trigger oder Formularaktion. Er ist jetzt in diesem Segment und auch dieser Kontakt wird niemals von Filtern tangiert. Also selbst wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte in das Segment jetzt vielleicht doch nochmal einen Filter einbauen, das ist mir gerade nicht genau genug, wie diese Kontakte gruppiert sind. Das wird keinen Einfluss auf diese Kontakte haben. Es wird den Kontakt nicht aus dem Segment entfernen und der Kontakt kann dieses Segment quasi nur durch Aktionen auch wieder verlassen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Kampagne und sagen da Modify Segments, dann kann er natürlich das Segment wieder verlassen. Also er ist da jetzt nicht auf Lebenszeit in dem Segment drin, aber wir müssen uns einfach sehr, sehr bewusst sein,
Wenn er über eine Aktion in das Segment gekommen ist, kann er auch nur über Aktionen wieder dieses Segment verlassen und wir können ihn nicht mehr mit Filtern aus diesem Segment rausfiltern. Wenn wir jetzt aber diese Situation haben, dass wir ein Segment haben, in dem Kontakte sind, die über Aktionen in dieses Segment gekommen sind, dann können wir einen kleinen Workaround einbauen. Wir könnten nämlich genau dieses Segment, was wir gerade irgendwie ein bisschen genauer durchsieben wollen, können wir als Startpunkt für eine Kampagne wählen. Und in dieser Kampagne können wir dann zum Beispiel allen Kontakten einen Tag geben. Das heißt, wir haben das Segment, die Kontakte kommen in die Kampagne, wir kleben ihnen einen Tag auf und lassen sie dann auch gern die Kampagne wieder verlassen. Und dann können wir ein neues Segment bauen und lassen dieses Segment eben auf genau diesen Tag filtern. Das heißt, wir haben jetzt ein Segment kreiert, was aber auf Filter guckt. Und haben aber immer noch genau die gleiche Gruppe an Kontakten da drin. Und wenn wir jetzt die Filter ergänzen oder ja noch etwas genauer schrauben, erweitern wollen, wie auch immer, ist uns das möglich, weil dieses neue Segment, was wir erschaffen haben, basiert jetzt eben auf Filtern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über so einige Besonderheiten oder auch kleine Fallstricke in der Arbeit mit Kampagnen und Segmenten. Ich denke, das war für jemanden, der jeden Tag mit Mautic arbeitet, nicht unbedingt alles neu, aber ich bin mir super sicher, dass es einfach gut ist, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil es ja doch echt oft passiert, dass man davor sitzt und sich fragt so, hä, wieso klappt das denn jetzt schon wieder nicht? Und genau dafür sollte diese Session sein. Ich hoffe, ja, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr könnt mich per Mail jederzeit erreichen. Ihr seht sie hier eingeblendet. Oder wir können uns auch gerne über LinkedIn verknüpfen. Da könnt ihr einfach den QR-Code hier unten in der Ecke einscannen. Und ansonsten bin ich gespannt, was ihr jetzt noch für Fragen mitgebracht habt. Erst vielen Dank für diese spannende Session. Das ist ja eine kleine Wissenschaft sogar, was man da alles beachten muss. Ja. Es gibt jetzt noch keine aktive Frage. Dann stellen wir mal gleich eine. Was passiert, wenn für einen Kontakt schon eine Kampagnenaktion gescheduled ist, er dann aber das Startsegment verlässt? Okay, also ich gucke nochmal, ob ich kurz die Situation richtig verstanden habe. Wir haben ein Startsegment, eine Kampagne, die Scheduled Aktion, wie zum Beispiel die Test-E-Mail, die in 3 Tagen verschickt werden soll. Jetzt fliegt der Kontakt aber aus dem Segment raus und verlässt damit ja auch sofort die Kampagne. Das ist die Situation, richtig? Mhm. Genau, das bedeutet auch, dass der Kontakt, also dass alle geschedulten Aktionen für diesen Kontakt sofort abgebrochen werden. Das heißt, diese E-Mail wird auch nicht mehr für den Kontakt verschickt. Wir sehen das dann in der Kontakthistorie auch mit einem kleinen Warndreieck, rotes Dreieck, das sagt irgendwie Last Execution Error oder sowas in der Art und zeigt uns eben, dass der Vorgang abgebrochen wurde. Also genau, sobald man aus der Kampagne rausfliegt, werden alle Aktionen gestoppt. Was ja auch richtig ist. Genau, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht, was war auch so das crazieste Segment-Mashup, was du jemals gemacht hast? Gute Frage. Craziest Segment-Mashup. Ich glaube einfach gerade aktuell zum Beispiel haben wir ein spannendes Projekt und weil wir da eine hohe Menge an Kontakten haben, mussten wir jetzt gucken, dass wir unsere Segmente nicht mit Filtern bauen, sondern mit Kampagne oder mit Aktionen allgemein, damit die Cron Jobs nicht so lange brauchen. Wenn da irgendwie 1 Million Kontakte geprüft werden, dauert es halt einfach super lange und ist nicht mehr effizient. Und das hat erstmal unser Denken eigentlich voll verändert, weil wir sonst immer, ach, hier machen wir noch eine Kampagne, die startet aus dem Segment, brauchen wir den und den filtern, ah, nee, geht nicht, wir wollten ohne Filter. Das hat irgendwie so das ganze Mautic-Arbeit nochmal auf ein anderes Level gehoben, würde ich sagen. Und sonst würde ich sagen, sind meine Segmente doch mehr so
die Standardsachen. In meiner Masterarbeit war es vielleicht noch ganz witzig, da hatten wir dann sowas wie, hat Alexa gefragt, wann die Happy Hour startet oder reist in das Hotel in 3 Tagen an, solche Sachen. Da gibt es ja einfach super viele Möglichkeiten. Aber vielleicht, Nico, was war denn dein craziest Segment? Ah, ich bin da jetzt nicht so bewandert in diesem Bereich. So kann ich damit mitreden. Ja, spannendes Topic. Ein bisschen Zeit hätten wir noch, falls du noch etwas dazu sagen willst. Ich bin eigentlich soweit durch. Ich habe den Talk ja auch heute Morgen schon mal auf Englisch gehalten. Das war auch alles super spannend. Ich freue mich jetzt noch auf die Lightning Talks gleich. Und bin aber ehrlich gesagt auch froh, wenn dieses Event dann erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Viel Arbeit. Ja. Aber trotzdem hat echt viel Spaß gemacht alles. Ja, perfekt, dann bedanke ich mich und alles klar. Schauen wir zu den Lightning Talks zum nächsten Session. Danke, Nico. Vielen Dank, tschüss. Mach's gut, ciao.